Und schön, dass ihr am Start seid aus Erlangen. Oh, jetzt habe ich gerotzt, glaube ich, beim Intro. Das macht nichts. Ich heiße euch herzlich willkommen und sage direkt viel Spaß beim Video. Weiteres erfahrt ihr gleich. Moin, mein Lieber. Was ist denn hier los, sag mal? Ist hier Straßenfest oder was? Ja. Ja? Hast du oben? Nee. Hier gibt es so Fest, Bergfest. Ach, Bergfest. Ja. Bei uns im Norden heißt Mittwoch immer Bergfest. Wenn der Mittwoch rum ist, dann saufen ein paar, weil dann bald Wochenende ist, weißt du? Okay. Danke, mein Lieber. Ach, mit die Gazelle, ja, wie schnell er unterwegs ist. Zum ersten Mal übrigens in Erlangen. Grüße gehen raus an alle Erlanger. Sagt man das so? Sehr schöne Stadt, sehr schöne Stadt. Da ist der Döner, da ist der Döner. Es wird ein neues Döner-Franchise in Deutschland geben, und zwar den Berliner Döner. Ich habe eben mit Besitzer gesprochen, bis zu 10 Läden sind geplant in naher Zukunft. Ausgezeichnet auch in Nürnberg wiederum. Wir sind jetzt in Erlangen zum Döner Nummer 1. Wir werden ihn hier testen. Ich habe schon reingeguckt. Der Hähnchenspieß, das habt ihr noch nie gesehen. Krank. Wir werden jetzt reinspazieren und direkt testen. Wir haben ja den Chef direkt am Start. Monty, grüß dich. Hi, grüß dich. Ich habe eben schon gesagt. Sag nochmal eben deinen Namen für die Zuschauer. Ich bin der Hevar. Der Hevar. Genau. Wir haben eben schon ein bisschen geschnackt. Ihr habt bis zu 10 Läden geplant in naher Zukunft. Zumindest im Süden, im südlichen Bereich. Auszeichnung in Nürnberg zu Platz Nummer 1. Das kommt wahrscheinlich von ungefähr. Was ist euer Konzept? Was macht euch, sage ich mal, zum Aushängeschild? Also ich muss ehrlich zugeben, wir haben zwar auf jeden Fall sehr, sehr guten Döner, den besten Döner, aber auch gleichzeitig, da haben wir gesagt, in Bayern einen sehr, sehr guten Döner anzubieten, war nicht schwer. Aber es gab bis jetzt keinen guten Döner. Und ich glaube, wir haben jetzt wirklich hier aus Döner eine Attraktion gemacht. Und das wird uns auch sehr bestätigt von den Leuten. Ich habe schon gesehen, ihr habt so ein Hähnchenspieß, das komplett zugeballert mit Gemüse. Ne? Der sieht übelst geil aus. Da wird die Gemüse nicht extra frittiert, sondern die Gemüse wird einfach in den Spieß mitgegrillt. Und das schmeckt natürlich ganz anders, als wenn es dann gefriert wird. Okay, geil. Wollen wir direkt probieren, oder was? Gerne, gerne. Also ich würde sagen, Leute, fahren mit Kalb an, machen dein Hähnchen eine Runde. Aber erstmal legen wir hier los. Ich sehe gerade hier auch normales Schwanenbrot. Selber klein geschnitten. Klassik von früher. Ich feiere das ja sehr. Natürlich mag ich auch andere Brote, mal irgendwas Spezielles, irgendwas Neues. Aber Klassik Fladenbrot ist immer eine sichere Variante und schmeckt geil. Außerdem ist halt ein scheiß Produkt, das kannst du schon haben. Also guckt euch mal an, Leute. Dicke, dicke Oschis sind das hier. Und der Gemüsespieß halt, das ist krank. Hast du schon mal so viel Gemüse im Spieß gesehen? Sei ehrlich. Nein. Nein, ne? Was würdest du sagen? 1 bis 10. Ich sag auch nicht, Chef. Kannst du sagen, Bewertung vom Döner 1 bis 10? Deine ehrliche Meinung. Nein, ist schon gut. Ja? Gut. Was hier halt, was ich erblickt habe, was heftig ist, die Granatapfelkerne. Das habe ich erst ganz selten gehabt. Kräuterknoblauch scharf, gehe ich von aus, ganz stark. Und hier halt nochmal extra. Da sagtest du auch, ne? Ihr seid dafür bekannt, diese Granatapfelkerne. Ne? Ihr habt ja einen ganzen Bottich Granatapfelkerne. Die ballert ihr oben auf den Döner einfach auf, ne? Genau, also das ist eigentlich in dem Salat auch drin. Aber wie gesagt, manche mögen es halt. Das kriegen die auch nochmal auf den Döner. Okay. Ohne Aufpreis. Das werde ich auch nehmen. Ohne Aufpreis sogar. Ohne Aufpreis. Macht auch 50 Cent. Nein, die machen alle Auge jetzt hier, auf keinen Fall. War nur Spaß. Ja, dann legen wir los mit Runde 1. Leute, den Kalbspieß, dann erst mit den hier und den Hähnchenspieß in Nürnberg. Machen wir so. Also, dieser Laden wird das nächste Döner-Franchise in Deutschland. Und ich sage natürlich, ob das was taugt oder nicht. Das ist meine Mission. Ganz kurz an dich auch noch mal eine Frage. Ne? Du isst den Döner auch hier? Ja, ja, was, sehr lecker. Also, beide, was würdest du empfehlen? Mein Geschmack ist Chicken. Chicken, ehrlich? Genau. Ja. Sieht geil aus, Chicken. Der Spieß. Ne? Ja. Ja, heftig. Und wie isst du den, wenn du den Döner isst? Ohne Zwiebeln. Ohne Zwiebeln? Ah, sonst riecht man aus Mund danach, ne? Ja, genau. Würdest du sagen, ein paar Kunden kommen nur wegen dir? Also, das sollen Sie den Kunden fragen. Ja, ich sag mal. Ich frage immer vor, ob das die Frau ist vom Chef, weil ich einmal irgendwas Heftiges gebracht habe, war die Bedienung die Frau vom Chef und ich stand da wie ein Idiot. Das macht man nicht. Kannst du mich einmal fragen vor Kamera, wie ich meinen Döner haben will? Wie du deinen Döner haben willst? Wie ich den haben will? Das sage ich dir, mein Lieber. Okay. Und was war deine Frage? Also, nee, du solltest einmal sagen, wie ich Döner haben will. Ah, wie du deinen Döner haben willst. Magst du alles drauf? Ja, ich nehme alles. Ich nehme alles und auch die Granatapfelkerne. Sehr unbedingt. Gerne, das mach. Und Salat nehme ich alles einfach. An die Soßen auch alle drei? Das macht man doch so. Berliner Döner ist ja, mal alle drei, ne? Berliner Döner machen wir speziell mit alle drei Soßen. Wir haben Knoblauch, Kräuter und scharfe Soße. Wenn wir alle drei machen, dann schmeckt dein Döner unglaublich lecker. Okay, dann nehmen wir das. Unglaublich lecker hört sich gut an. Weißt du, was ich glaube, Achim? Ich glaube, der Döner wird unglaublich lecker. Ich glaube auch, weil es erstmal Berliner Döner ist. Ich liebe Berliner Döner. Dann kann das hier Chicken nehmen. Den nehme ich dir vorweg.
lade dich ein, mein Lieber. Was? Ich lade dich ein auf den Döner. Kein Problem. Weißt du warum? Ich feiere deine Haare übertrieben. Die schocken übertrieben. Hätte ich so eine lange Haare, würde ich mir auch so eine Haare machen. Danke, ja. Sieht gut aus, sieht gut aus. Trägst du das auch außerhalb vom Bergfest? Nee. Stell dir vor, du gehst so zur Arbeit. Ist das wirklich gemütlich? Gemütlicher als bei Deckwelle. Flauschig, darf ich das mal anfassen? Oh, geil. Kribbelt das, wenn ich hier so ein bisschen anfasse? Der sieht endlevel heftig aus, Leute. Das kann man schon mal sagen. Endlevel heftig. Riecht gleich die Zitrone richtig. Manche stehen da ja gar nicht drauf. Ich mag das gerne. Außer wenn übertrieben ist, dann ist auch scheiße. Sehr, sehr krass. Das kann ich jetzt schon mal sagen. Das Brot ist auch so knusprig. Ihr habt den Knusper vom Brot, den Knusper vom Fleisch. Das zerstört euer Mund erstmal. Also im positiven Sinne. Was diese typischen Berliner Döner angeht, Kunstwerk. Ich kann diese Granatapfelkerne noch nicht richtig greifen. Ich weiß nicht, wie ich sie einordnen soll. Er hat ja extra mich eben nochmal gefragt. Diese saure Soße mit rein. Süße, diese saure. Denn dazu dieses knusprige Brot und das Fleisch. Und die Zitrone natürlich auch. Ist eine kranke Kombi. Wenn du es vergleichst mit, sag ich mal, Aushängeschildern aus Berlin, Hakiki oder so. Viel, viel besser. Sage ich jetzt schon mal, wenn das eine Dönerkette wird. So Berliner Style können viele andere einpacken. Da werden sich viele andere ihr Maul zerreißen über Gastronomen. Dann auch dieses Knacken von den Granatapfelkernen. Bock einfach sehr. Ich habe nicht gesehen, wie die Soßen verteilt haben, aber hier unten haben die so eine weiße Soße mit drin. Die ist so cremig. Einer so ein bisschen an Frischkäse sogar von der Konsistenz her. Die ist richtig so ein bisschen sahnig. Das Fleisch für mich auch so geschmacklich noch nicht gegessen. Es hat so einen leichten Hackbratencharakter. Aber richtig geil. Das wäre beim Fleisch gewesen, hätte euch so einen Hackbraten rausgeholt. Aber nur dezent. Natürlich auch die Gewürze vom Döner, den normalen Dönercharakter. Krass, Leute. Ich werde den hier aufsnacken. Bewertung gibt es sowieso erst nach den beiden Dönern. In Nürnberg essen wir noch den Gemüsedöner. Das könnte Abriss werden. Wir befinden uns natürlich an einem Nicht-Selfmade-Ranking, aber das könnte ganz schön geballert werden. Sei euch jetzt schon. Wir sind am Start, Leute, hier in Nürnberg bei Laden Nummer 2 und dem Hähnchenspieß, wo ich sehr, sehr gespannt bin. Sehr, sehr, sehr gespannt. Moin Männers, alle gut drauf, ja? Ja. Machst du mit Liebe, sei ehrlich. Aus. Ja. Ohne Liebe geht. Ohne Liebe geht durch den Magen, das ist so, das stimmt. So kommt gut, Alter. Die Perspektive gefällt mir. Voll in sein Gesicht, er muss sich richtig scheiße ins Vorkommen gerade. So sieht der Laden aus. Ganz klein und geschmeidig. Da kommt der Döner rüber. Danke, mein Lieber. Wunderbar, das Ding. Mit Röstzwiebeln diesmal noch drin. Das riecht schon wieder krank. Ich habe jetzt ein bisschen gesnackt. Die Kombi ist übelst heftig, auch mit den Röstzwiebeln. Geruch macht ja nun mal auch viel aus, der Geruch. Die geilen Granatapfelkerne. Aber sie haben das Fleisch gerade bei mir, glaube ich, ein bisschen zu früh abgeschnitten. Das war das, was so mir jetzt nicht perfekt geschmeckt hat. Ich werde noch eben einmal mir einen zweiten machen lassen und dann gebe ich euch ein Feedback, was das angeht. Nochmal die Nummer 2, hier jetzt auch mit Jalapenos dran. Die eine Soße kommt jetzt viel anders als beim anderen Döner. Viel besser zur Geltung. Ein bisschen Ketchup-lastig, feiere ich aber bei dem Ding. Bisschen Käse noch mit drin. Fleisch ist jetzt besser, aber im Vergleich zu anderen Dönern, zum Beispiel in Berlin, die Schwerkaliber, wie Eddies zum Beispiel, Brühem etc., deutlich schlechter, was das angeht. Aber immer noch ein leckerer Döner. Ich snack mich kurz noch mal rein, dann gibt es die Bewertung. Zum Hähnchendöner.
für mich eine 7 von 10 Punkten. In der zweiten Variante, die für mich besser war, weil das Fleisch krosser war. Immer noch ein leckerer Döner, definitiv ein guter Döner. Aber wie vorhin erwähnt, wir haben heftige Vergleiche bei uns im deutschen Ranking. Ich blende das ein, wo Hähnchen einfach deutlich stärker performt. Das ist so, da kommen wir nicht drum rum. Aber zu dem, was mir wirklich krank gefallen hat, krank. Und da muss ich in mein Ranking reingucken, weil das kommt ins Döner-Ranking rein. Gibt von mir 9,3 Punkte. Für den normalen Berliner Kebab mit Kalbfleisch. Stark, Leute, stark. Wirklich, sehr, sehr geiles Ding gewesen. Falls euch das Video gefallen hat, würde mich ein Daumen oben freuen. Gerne einen Kommentar, wo es als nächstes hingehen soll, wie euch das Video gefallen hat und, und. Gerne rein damit und dann sage ich bis zum nächsten Mal.